Steinwurf im Glashaus. Let's get it on. Let's get it. Oh Gott. Ich habe Vietnam-Flashbacks. Ja, Vietnam geht uns alle an. Vietnam geht uns alle an. Ja. We are the world. Ah, es sieht jetzt aus wie so ein geiles Squad hier, die sich schon auf den Weg macht. Hat was. Schade, dass wir so schlecht sind, sonst hätte es tatsächlich Sinn. least impressive Gang aller Zeiten. Also ich sag mal, wenn wir einen in die zweite Runde bringen, wäre es ein Erfolg. Ja. Also ich sag mal, das sollte erstmal unser Ziel sein. Beim Türenlauf sollte unser Ziel sein. Vielleicht kriegen wir es sogar. Mal gucken, wie lange wir alle drei drin bleiben. Oder meinst du, ich greife da jetzt gerade schon wieder zu hoch? Ich weiß es nicht. Es ist halt auch Luck, ne? Also hier kann man ja nicht wirklich gut oder schlecht sein. Gerade beim Türenlauf ist es halt wirklich Luck. Dich ist wahr. Ja. Diese Überheblichkeit, wie ist denn die? Kann ich überhaupt nicht ab. Ja, ist ja kann gut, es sein, Leute. Dass ich schon wieder so weit hinten bin. Alles Strategie von dir, du bist extra spät gestartet. Ja, nee, ich bin einfach nur scheiße. Leute, wie kann es sein, dass ihr kein Tor kaputt bekommt? Oh. Fantastik. Applaus. Ich bin von dieser Grafik immer so ein bisschen, ich finde die einfach irgendwie hübsch. Die ist ja jetzt nicht unbedingt so krank realistisch oder sonst was. Aber ich finde die einfach irgendwie... Ich werde es, glaube ich, nicht schaffen, weil hier sehr viele gerade blockiert haben. Es ist auch einfach wirklich ein riesen Rush an Bohnen. Doch. Gerade so eben. Boah, gerade schön. So eben. Schön. 39, glaube ich. Spechti? Spechti hat es, glaube ich, aber auch geschafft, oder? Er steht neben mir. Und er bleibt stehen. Er bleibt. Wir sind alle drei weiter. Ich call es 3 Plätze im Finale. Ab geht er. Ich call es, keiner erreicht Runde 3. Ich würde mein Geld auf deinen Call setzen. Tundralauf, okay. Frosty the Snowman, sage ich dazu nur. Ja, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ja, Frosty der Schneemann. Achso. Alter, ja, geht doch schneller. Uff. So, ich bin tatsächlich aktuell auf Platz 1. Das ist keine Übung. Bist du da links lang gelaufen? Ich bin links lang gelaufen, denn ich bin direkt vorne links gestartet und dachte mir, warum denn eigentlich nicht? Du bist ein Mad Lad, kann das sein? Ja, ich bin ein absoluter Mad Lad. Ich habe aber noch nicht verstanden, was es hier mit dieser anderen Geschichte in der Mitte auf sich hat. Deswegen gehe ich jetzt einfach raus. Es ist einfach crazy. Oh, es ach, ist, oh das nein, ist so eine Eisbahn. Hier vereist Flächen. Ja, die habe ich auch gerade mitgenommen. Das ist... Eieieiei. Holla, die Waldfee, sage ich dann nur. Das check ich aber auch nicht. Ich fürchte, hier wird mein Ende erreicht sein. Das ist natürlich hier teilweise absolut frustrierend. Aber ich bin weiter, sage ich mal. Ganz, ganz keck. Boah, ich verfolge Gigaspecht und der ist ganz knapp gescheitert. Aber du hast noch eine Chance. Geh am besten außenrum. Bin weiter. Durch die Mitte. Durch die Mitte gegangen. Ja. Da spreche ich die ganz, ganz knapp vorm Ende gescheitert. Ganz knapp. Ja, und ich habe dafür abgestaubt. Ja, ich hab's gesehen. Du warst der Vorletzte, der durchgekommen ist. Schwäch die Schreiner, ich bin für Statements nicht zu haben. Schade. Ich habe noch nicht verstanden, wie das mit dem Wasser da funktioniert. Also, ich sag mal, schwierige Vorzeichen hier. Ich glaube, das ist schon fast das Halbfinale. Oi. Das ist hier aber alles ganz, ganz kritisch. Sehr, sehr unschön, wie die Leute hier immer den perfekten Zugang einem voll verbraten mit ihrer puren Existenz. Das ist widerlich. Die Existenz anderer Lebewesen wieder an. Ich habe dich noch geschubst, aber es hat nicht mehr gereicht für mich. Ja, nee, du bist einfach an mir vorbeigesprungen in den Abgrund. Eieieiei, das habe ich aber richtig in Sand gesetzt. Fantastisch. Ja, Leute, geht doch einfach mal aus dem Weg. Nix, Fahle, ist tatsächlich nichts Spannendes passiert.
Ja, es hält sich in Grenzen, das stimmt. Also bislang, also du hast verpasst, wie wir auf diverse Arten und Weisen gescheitert sind. Aber ich sag mal, hey, was soll denn das? Ein paar von uns auch persönlich, dass wir scheitern, das ist dir ja schon länger bewusst. Eieiei, 5 von 21, wenn ich das jetzt nicht komplett hier versaubeute, dann könnte ich das tatsächlich schaffen. Und ja, ich kann euch beruhigen, es wird eine weitere Staffel geben. Boah, das ist krass. Ist das dann schon das Finale? Ich weiß es nicht. Also Halbfinale müsste es eigentlich schon sein. Oh, hier jetzt aber... Denk an den Hechtsprung mit Steuerung. Der hilft hierbei sehr weiter. Ah, easy. Easy durch. Schöne Sache. Bei Finale ist es, glaube ich, noch nicht. Ja, ich verstehe es nicht, Gunz. Ah, so, okay. Wie sagst du, okay, es geht noch gar nicht los? Ja, aber es gibt doch da so kleine Punkte. Wir haben hier eine Taste. Okay, ja, da haben wir einen Pfad. Dann haben wir den nächsten Pfad. Ich laufe einfach jemandem hinterher. Ich weiß nicht, wie... Bin ich der Einzige, der nicht versteht, also, wie das geht? Guck auf die, guck mal da ganz vorne, auf diese Schalttafel. So grün. Ach so, okay. Und die bleiben dann da einfach. Okay. Ah, nein! Aber verändern die sich zwischendurch? Ich weiß es nicht. Also, ich ja. Bin jetzt bin auf nicht so grün. Aber hinter mir ist auch grün. Ah, nee, okay, da ist jetzt. Das ist natürlich jetzt ganz schwierig hier. Das habe ich versaubeutelt. Oh, das habe ich doppelt versaubeutelt. Ich bin so blöd. Dann laufe ich den auch hinterher. Worauf wartet ihr jetzt? Geht's hier nicht weiter? Naja, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Wenn ich geradeaus hier gehe. Was sag mal? Tja, wo sind wir denn hier? Ich glaube. Ach, diese verfatzten Meteoriten, ne? Die gehen mir ganz gehörig, aber ganz gehörig. Auf den Wecker. Auf den Schmackofatzer. So, wenn ich das hier richtig sehe, dürften wir beide im Finale sein, mein lieber Johannes. Ja, aber nicht wegen mir, ne? Also ich habe halt gewartet, bis ihr irgendwas macht. Ich habe das Prinzip zwar verstanden, aber an der Umsetzung hat es gehapert. Das ist aber auch schon wieder so groß und weit und unübersichtlich. Das wird doch hier wieder eine ganz arg schwierige Nummer. Naja, 8 qualifizieren sich fürs Finale. Mal schauen, ob wir dabei sind. Oh. Direkt erstmal eine Schelle abgeholt. Respektschelle aber. Saftige. Saftig, schnaftig. So sagt man. Wow, okay. Direkt noch eine abgeholt. Das ist ja geil. Hier weiß einer, wie es läuft. Es ist... Ist das frustrierend? Ei, leck mich doch. Nein. Das sieht sehr einfach aus, aber ich glaube, ich bin einfach zu langsam insgesamt. Oh Gott, dammit, Alter. Da habe ich mich jetzt sehr, sehr hart dumm angestellt. Sehr hart dumm angestellt. Ja. Also nicht weich dumm, sondern das war schon wirklich hart dumm. Jetzt muss ich erstmal aufholen. Ich befürchte aber fast, dass ich mich so dumm angestellt habe, dass ich es uneinholbar verkackt habe. Oh. Ich bin jetzt hier bei diesen Blümchen, die verschwinden. Ja, da bin ich noch nicht. Oh. Oh, der erste ist schon durch. Ich sehe das. Ah ja, ich sehe das Ziel auch, aber ich weiß noch ein bisschen weit entfernt. Oh, das war dumm. Wie halte ich mich fest? Ich glaube, das war Shift, ne? Oh. Ja, sage ich dir und vergesse mich festzuhalten. Also wirklich fantastische Leistung hier wieder. Also wäre ich besser, dann wäre ich auch schon im Ziel gewesen. Nein! Oh Gott, so ich hätte es geschafft. Oh Gott, damn it.
Aber das mit, das habe ich noch, einmal habe ich es schon geschafft, aber dieses Trapez-Ding ist nicht meins. Okay, Spechti ist also raus, dann spielen wir jetzt eine letzte Runde noch. Wollen wir Teams? Sagen. Machen wir nochmal ein Team, das ist dann nämlich auch eine schnelle Runde. Ich sag mal, Pokalüberraschung gibt's auch immer wieder. Elversberg steht an der Spitze der dritten Liga, das tun sie nicht, weil sie so gut sind, sondern weil sie alles geben. Ja. Und das machen wir jetzt auch. Aber also, wenn Oberhausen erste Runde gegen Leverkusen spielt, dann heißt es vorher auch, man muss nur alles geben. Und dann verlierst du halt trotzdem so 0-8 und denkst dir, ja gut. Ja, aber du hast alles gegeben. Ja, würde ich jetzt nicht fragen, woran hat er gelegen? Also, meistens würde ich schon sagen, haben sie nicht. Offenkundig, sonst hätten sie die 0-8 verloren. Also, ich meine, also das Ganze jetzt super schal. Ich bin an irgendeinem Checkpoint schon. Ja, ich habe tatsächlich auch einen Checkpoint gehabt. Ich sehe dich da vorne auch. Da vorne, das höre ich gerne. Ja, du bist ein Stück weit vor mir. Das Problem ist, die anderen sind halt auch relativ gut. Oh, das ist nicht gut. Ja, ja, das ist hier alles gerade gar nicht schön. Ich weiß gar nicht, wie ja, jetzt kann ich wieder nicht loslaufen. Ei, was habe ich denn da schon wieder versaubeutelt? Eiderdaus. Ja, Leute, also... Oh, zapf dies. Das ist absolut gruselige Kackscheiße, die ihr hier fabriziert. Und oh. da geht auch nichts hier gerade. Bin in irgendeine Röhre gefallen da unten. Das ist prinzipiell ja erstmal gar nicht schlecht, würde ich sagen. Also wir können jetzt nur noch Dritter werden. Ach Herrgott, also wirklich die Menschen, die einfach alle auf eine Seite gehen und dann die komplette Platte da abräumen, die sind, also die gehören für immer verbannt von Online-Spielen und großartig. Online allgemein. Und da bin ich im Ziel. Ja, und ich rutsche schwer. Ey, ich schwöre dir, ne? Neunter. Menschen, die auf diese Dinger die da besten drauf besten 20 gehen, kommen weiter. Los, los! Lauf doch! Ja, lauf doch das schneller! Das Problem ist ja einfach. Da in die Röhre rein, da in die Röhre! Yes! Oh, fantastisch! Ist jetzt es hier das noch weit? Gleiche noch ist ey, wie weit hinten warst du denn? Ja, ich bin ständig du wirklich warst weit gekommen ja am auf diesen Start. Dämlichen Tellern. Nein, ich war schon am ersten Checkpoint. Aber diese Dulli-Davids. Ah! Dann lauf. Oh nein, das gibt's! Nein! Ach Herrgott, noch eins, das darf nicht wahr sein. Das wäre jetzt der Sieg gewesen. Es ist Adrama. Diese scheiß Analperlen, diese rotierenden, ne? Die gehen mir auch ganz gehörig. Aber ich gebe nicht auf. Ich bin ein Mentalitätsmonster. Wenngleich ohne jegliche. Oh Gott. Nein. Jetzt hier nicht. Ja, mein komm. Gott, lauf! Es klappt. Da ist noch ein Dino mit Bart. Ahu, wir sind eine Runde weiter. Ne? Es ist ja fantastisch. Das dürfte eine der besten Leistungen als Duo sein, die wir bislang gezeigt haben. Ich bin auf Position 11, tatsächlich. Ja, ich war 8er oder so. Ich weiß es schon jetzt nicht mehr. Das ist ein paar Sekunden. Ich glaube, ich war 15 oder so. Aber es ist wirklich gut. Wenn ich mir angucke, wie viele hier jetzt rausfliegen. Haben wir gut gemacht. Muss man sich auch mal selbst loben. Also wenn du Sachen nice findest, gehst du dann eigentlich gerne in die Most Nicely-Kantine? Weil ich gerade also mich so, abfällig darüber Runde. Äußern, aber das könnte so ein Prädikat sein. Ich nehme das mal mit auf. Was muss ich denn hier jetzt machen wohl? Das, ach, das ich war auch. Das also eben auch. Du musst jetzt mal so von links nach rechts, glaube ich. Ah, okay. Muss ich jetzt schon hoch? Ah ja, okay, da muss ich hin. Ja, das ist natürlich cool. Ach, können Sie mal für irgendwie fast schon Videospiel-Boomer wie mich da irgendwie so einen kleinen Hinweis geben, wo man denn lang muss? Das wäre halt schon irgendwie hilfreich. Hey, geradeaus meistens. Ist nicht ja gut, in dem Fall, wo ist denn geradeaus? Ja, da, wo das ist. Ist ja auch erstmal ist ja eine Frage der Einstellung auch irgendwo, ne? Schönen guten Tag, der Herr. Oh, das war aber das war natürlich, das Profi. War jetzt, also jetzt ein bisschen übermütig, sag ich mal. Aber mit deinem Skill holst du uns da schon schnell wieder ein, denke ich. Ja, das weiß ich nicht, aber die anderen stellen sich ja auch relativ dämlich an gerade. Boah. Ich sag mal, im dämlich Anstellen sind wir Alter, die Schwede, Könige und da nee. Macht uns hier erstmal gar keiner was vor. Ist jetzt auch schon wieder traurig, was hier abgeht.
Das ist aber jetzt auch gerade ganz blöd gewesen von mir. Ja. Und warum bin ich nicht früher durch die Mitte gegangen? Das ist so viel einfacher. Ha! Ja. Ich würde sagen, da bin ich im Ziel. Da gehöre ich hin, da fühle ich mich wohl. Und da warte ich auf meinen Kompagnon. Ja, ich bin aber too late. Wir haben noch eine Möglichkeit. Apologize. Nee. Noch bist du das gar nicht. Da steht ja die ersten 14. Oh, nee. Das macht mal ja, okay, die ersten gut. 14, wir sind 16 oder so. Ja, gut, also, wir können uns aber noch verbessern. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Müssen wir aber nicht. Wenn du jetzt, ja, wenn du da gut durchkommst, dann ist natürlich die Chance noch da. Wenn du das jetzt weiterhin so verkackst, wie du es aktuell tust, dann muss ich natürlich sagen, gibt es auch Abzüge in der B-Note und dann, ja. Ja, also da muss man dann auch ganz klar sagen, da haben wir einen Schuldigen gefunden. Was war das denn? Oh nein, jetzt bist du da festgeglitscht. Oh Mann. Das war aber. Also ich muss sagen, da sieht man dann auch ganz klar, nö, das ist nicht unlucky, ich würde sagen, das ist Schiebung. Also das ist für mich ganz klar Schiebung also, gewesen und da ist das prangere ich an. Das war jetzt auch das klassische Ende. Ja, also das war Schiebung, das prangere ich an und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da muss sich der Verband vielleicht auch mal hinsetzen und sich selbst hinterfragen, wie man hier einen seriösen Sport betreiben will, wenn offensichtlich hier solche Ungerechtigkeiten vorherrschen in diesem Hochleistungssport, da ja, ich kann da Spechte nur zitieren, da sage ich Pfui, Doppelpfui. Das fand ich jetzt schade.